Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Ja, hier bei The Witcher 3. Wir befinden uns hier in Vizimar. Die letzte Folge war ja wirklich hauptsächlich eigentlich fast nur Story-relevant. Wir haben ja nur Gespräche geführt, unter anderem auch mit unserer guten Yennefer, die sich ja dann wegteleportiert hat. Ich glaube, hier war es lang. Ja, auf jeden Fall haben wir erfahren, dass Ciri in Gefahr ist. Oh, falscher Knopf. Dass Ciri in Gefahr ist und wir sie retten müssen. So, und jetzt schauen wir uns erstmal noch hier ein bisschen um. Brief an Yennefer. Was wir hier noch so finden können. So, wieso kann ich jetzt nicht... Ach, Gloss... Ist jetzt im Glossar? Ne, normalerweise ist doch in meinem Inventar der Brief. Also, jetzt bin ich sehr verwirrt. Müssen wir dann gucken, sobald das wieder möglich ist. Hier, das können wir lesen. Ah, das ist das Bild von Ciri, was die Agenten gemacht haben. Die Narbe ist gut verheilt. Ich bin mal kurz auf den Tisch gesprungen, um mir das genauer anzuschauen. Wir wollen uns natürlich dann selber davon überzeugen. Was haben wir hier? Aufnehmen. Die gesammelten Verse von Gonzal de Verseo. Wahrscheinlich dürfen wir da jetzt auch nicht reingucken. Nee, irgendwie können wir gerade nicht auf unser Inventar zugreifen. Aber wir sollen ja hier auch bei, was, der Butler oder... Weil ich muss sagen, ich habe jetzt eine kleine Aufnahmepause gemacht. Das ist jetzt eine neue Aufnahmesession. Da. Deswegen jetzt gerade alles ein bisschen holprig. Da haben wir eine Tür. Und da könnten... Komm, wir machen mal das große Feuer aus. Was nicht geht. Schade. Und wir können ja... Oh Gott, aufnehmen. Komm, wir bestehlen die jetzt einfach mal hier. Was haben wir hier noch? Eine leere Flasche. Eine Truhe. Ich weiß nicht, jetzt einfach mal so dreist. Eisbärfell. Nimm, was du kriegen kannst und nimm es, gib es nicht wieder zurück. Ernsthaft? Na komm, zack, zack. Präzisionsbolz. Klingt interessant. So, wo können wir jetzt aber unsere Sachen bekommen? Hallo? Ja, mal, dass ich keine Zeit habe. Das ist der Botschafter. Und das ist ein Schreiber. Und ich glaube, ein Botschafter war das doch gewesen. Botschafter war Atre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Interessant. Wie läuft der Krieg? Wie ist... Ach, kann ich hin und her schalten? Oder wie ist das? Nee, das ist okay. Wie ist die Lage in Velen? Wo wir hin sollen? Was gibt es Neues aus Novigrad? Das sollen wir, glaube ich, auch hin. Wie steht es auf Skellige? Danke für deine Hilfe. Wie läuft der Krieg? Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwin und Radovitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwin an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwiner. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Höre ich da einen Unterton der Bewunderung? Und Kovir? Was ist mit Kovir? Kovir legt Wert auf seine Neutralität.
Genug, um seine Armee und vor allem sein Geld keiner Seite zu leihen. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste. Unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Interessant. Ein kleiner Überblick über die aktuelle Situation. Und die Frage mit der Bewunderung wäre, glaube ich, auch nicht so viel am Platz gewesen. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Da bleibt uns nichts anderes übrig, den werden wir sicherlich nicht meiden können, weil wir wollen dahin. Also es wird sicherlich auf ein Aufeinandertreffen hinauslaufen. Was gibt es Neues aus Novigrad? Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Vysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Ja, zu diesen Absonderheiten gehören dann auch wir, denke ich mal. Wie steht es auf Skellige? Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander. Plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Ja, damit hat der Gute uns mal einen schönen Überblick verschafft und ich merke, wir werden auf viele unterschiedliche Orte treffen. Von der Situation her meine ich auch eine Ausgangslage im Krieg. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Irgendwie mag ich ihn. Können wir nochmal mit ihm reden? Ja, Geralt. Noch etwas? Gibt's noch was? Nee, okay. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken.
Möge die große das kennen Sonne wir ja. deinen Pfad bescheinen. Ja, das ist sehr nett von dir. Gut, nimm deine Ausrüstung und Kameraempfang. Jo. Da wollen wir jetzt als nächstes hin, denn wo ist jetzt der Schreiber hin? Denn auch wenn Yennefer diese Klamotte gefällt, die wir hier anhaben, dieser Samt, nee, ich hätte gerne die alten Klamotten zurück. So, hier können wir mal wieder Lichter ein- und ausmachen. Ein- und aus, an- und aus. Fläschchen, Puppe, bisher hat es niemanden gestört, dass wir hier ein bisschen was mitnehmen. Wir sind ja auch nur arme Hexer, mal ein bisschen Licht ausmachen, Strom sparen und so. Entschuldigung. Was haben wir hier? Ich weiß, es ist ziemlich assi, dass ich hier jetzt alles einsacke, aber hey. Warum denn auch nicht? Aber jetzt mittlerweile, wir haben so... Oh, ich drücke immer Kreis, ich weiß nicht warum. Wir können immer noch nicht auf unser Inventar zugreifen, das kann doch nicht wahr sein. So. Mal ein bisschen schneller machen hier. War es nicht dunkel? Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. So, Reisen nach Velen. Quest abgeschlossen. Neue Markierung, Galgenhügel. Königliche Burg Visima, in der wir uns befinden. Die Nilfgaardische Verbindung. So, hey, wir können auf unser Inventar zugreifen. Ist das verrückt? Wo sind unsere Klamotten? Hier. Zack. Welche sind jetzt hier besser? Die hat man, ne? Zack. Die Hose an. Die Handschuhe drüber. So. Und schon fühlt man sich doch viel, viel wohler. Haben wir den Anfänger-Waffenreparatur-Set? Okay. Ja, wir haben doch die Arm. Ach, das müssen wir jetzt alles wieder. So, Armbrust ausrüsten. Welches war denn jetzt besser? Nehmen wir erstmal das. Okay, dann haben wir das. Und dann noch das. So, falscher Knopf. So, Brief an Yennefer. Der interessiert mich jetzt. Was steht denn da? Yennefer, meine liebe Freundin, hab Dank für deinen Brief. Vergib mir, dass ich nicht auf deinen kürzlichen Versuch reagiert habe, mich per Megaskop zu erreichen. Ich versuche, meine magische Kommunikation auf das Allernötigste zu beschränken. Man weiß ja nie, wer zuhört, nicht wahr? Ich bin entzückt, dass du da eine Position am Hofe unseres gnädigen Kaisers gefunden hast und wünsche dir viel Glück bei der Suche nach seiner Tochter. Es ist gut zu wissen, dass Emirs Pläne für sie etwas, wie soll ich sagen, mundäner geworden sind. Vielleicht ist unter diesen Umständen doch eine Einigung hinsichtlich der Loge möglich. Um deine erste Frage zu beantworten, kann ich zweifelsfrei bestätigen, dass Ciri nirgendwo südlich der Yaruga aufgetaucht ist. Glaub mir, ihre magische Signatur würde ich im Schlaf erkennen. Ich habe lange nicht mit Triss gesprochen. Ich weiß nur, dass die Lage in Novigrad sich sehr verschlimmert hat. Sie erwähnte, dass sie überlegte, nach Kovia zu fliehen. Doch fürchte ich, dass die aktuellen politischen Umstände dies zu einem undurchführbaren Tagtraum machen. Ich hoffe, dass ich bald in Visima zu dir stoßen kann. Zunächst jedoch muss ich mich um einige unglückliche, doch dringliche Angelegenheiten in Beauclair kümmern. Mit wärmsten Grüßen, Fringilla Vigo. PS, danke für die Neuigkeiten über Geralt. Er landet doch immer irgendwie auf den Füßen, nicht wahr? Fringilla Vigo. Interessant. Ich bin froh, dass wir es mitgenommen haben. Die Liebe ist ein Kartenhaus. Ja, eine Schachpartie. Ein falscher Zug, schon ist es vergebens alle Liebesmüh.
Die Gezeiten sehe ich, wie die Wogen gehen, packt die Furcht mein Herz. Werde ich sie wiedersehen oder bleibt nur Schmerz? Sage mir, o Meeresflut, was in der Fern du treibst und ob du einst, man weiß ja nicht, dort, wo du hingehst, bleibst. Schön, das gefällt mir. Die Verse können wir uns gerne öfter durchlesen. Adelslinien des Nordens. Wer es lesen will, kann's. So. Gut. Hier müssen wir uns weiter ausstatten. Zack. Hier haben wir nur von 2. Schwalbe, das können wir zu uns nehmen. Womit sind wir denn aktuell ausgerüstet? Ich bin dafür, dass wir die Schwalbe hin tun. Das machen ja. Das gibt's doch nicht. Das ganze Inventar, das müssen wir mal alles aufbröseln lassen, damit wir das irgendwie beim Schmied mal benutzen können. Irgendwie was Neues herstellen. So, okay. Was laberst du? Jedenfalls fühle ich mich jetzt schon mal wohler. Du bist ein Adliger, aber ich kann nicht mit dir reden. Okay. Ich guck mal ganz kurz Weltkarte. Also, kann ich jetzt irgendwie Weltkarte da, zack. Interessant, das schaut ja jetzt schon mal alles ein bisschen anders aus. Hier haben wir Novigrad, da wollen wir hin. So weit wird die Reise eigentlich gar nicht, wie man sieht. So, jetzt doch schon besser. So, Galgenhügel. Im Krieg haben beide Seiten unsäglich grausame Taten begangen, um die eroberten Bevölkerung in Schach zu halten. Wo befinden wir uns denn jetzt nochmal? Wo sind wir denn? Hä? Nee, so, zack. Da gehen wir raus. Das wird das hier wahrscheinlich sein. Und dann... Ach, egal, wir gehen jetzt erstmal aus der Burg. Was haben wir denn hier? Blütenblätter dabei, auch die Myrte. Die Myrte ist auch überall. Hier haben wir allerdings ein Ausrufezeichen, da können wir also was machen. Mal gucken, vielleicht eine Nebenmission. Schon von der Frieden. Ruhe. Quint, spür gegen mich. Achso, nö, danke. Bis dann. Verarscht. Wir wollen eigentlich gar nichts von dir. La 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 la. Nee, jetzt auf Quint und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ehr, Iglo, Ehr. Ruhm und Ehre. So, warte mal, die haben doch hier so rum. Was machen die denn hier? Was ist denn das? Ich behalte dich im Auge, Nordling. Ja, mach halt. Squeske? Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Ich möchte einfach nur wissen, was die hier machen. Vor allem er hier in seiner Windel. Barbaren. Die kommen ja kein Stück weiter, also von daher. Ah, schieb ab. Ja, tschüss. Das ist jetzt. Soll jetzt echt nicht unser Bier sein. Ja, ich möchte hier nur raus. Ich möchte jetzt keine Schnellreise machen. Reisen nach Wel. Ja. Wir haben uns aber schon nicht teleportieren lassen, also von daher. Du befindest dich bereits am ausgewählten Ort, das ist schön. Ja, aber. Ich würde euch jetzt nur heraus. Lass mich doch. Ey, jetzt, ich raste gleich aus. Handzoom, irgendwas. Ich hab keine Ahnung. Ich bin gerade mega verwirrt. Befinden wir uns hier? Das ist mal eine schöne. Ey. Aber hier sollen wir ja hin. Aber ich möchte doch hier einfach nur so raus. Ha. Oh, das ist kurz nach Mitternacht, sehe ich gerade. Intemire Detre. Ich check's nicht. Sorry, Leute, ich check's gerade echt nicht. Ich bin gerade einfach zu blöd dafür. Ich will hier nur raus. Was soll denn der Mist? Ja, wie hab ich denn das hinbekommen? Schnellreisen. An sich nein, aber naja. So.
reise jetzt einfach irgendwo hin, wo ich nicht... Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Karl, euer Ernst? Was... Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, wa? Ganz einfach. Was? Nein, eben nicht. Bullshit. Na, egal. Mal gucken. Wir haben es jetzt jedenfalls rausgeschafft. Das war sehr schwierig. Am liebsten hätte ich dafür jetzt gerne Erfahrungspunkte. Weil es war jetzt echt nicht einfach. Das war mit die schwierigste Mission, die wir bisher hatten. Aus dieser Burg rauszukommen. Ein bisschen Gold vielleicht. Und dafür haben wir mal echt was verdient. Was lädst denn so lang? Was soll denn das? Entschuldigung. Hallo. Bist auch verwirrt, wie schwer die Aufgabe gerade war, oder was? Ja. Sonst so bei euch? Alles gut? Ich hoffe. Na? 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 Tut sich irgendwas? Ich höre was. Velen, nördliches Temerien. 5 Tage später. Ja, wir haben 5 Tage gebraucht, um aus der Burg rauszukommen, seht ihr? War schwer. Ach, herrje. Da unten haben wir ein paar Wölfe, wie ich sehe. Huiuiuiui. Ja, du kommst nicht am Pferd vorbei, ich weiß. Mein guter alter Blötze. Krass. Krass. Mann. So, ich sehe irgendwie gerade... Ist verdammt heiß. Achso, das... Ich habe das gerade als Schmiede erkannt, aber es war nicht unsere... Es war keine Schmiede auf der Karte, es war... Schnellreise wieder mal. So, okay, jetzt kann ich auf die Weltkarte gucken und schauen, wo wir sind. So. Galgenhügel. Ich frage mich, warum der Ort so heißt. Hier rüber müssen wir jedenfalls. Dann können wir jedenfalls einmal hier durch dieses Dorf reisen. Was wir da hinten ja schon sehen. So. Die Musik gefällt mir. Nicht so schnell, Plätze. Warum ist denn da rechts alles rot? Sind das alles Wölfe oder was ist denn da? Wildhund. Ah, okay. Die sollen uns jetzt mal gerade nicht beschäftigen. Kein Interesse. Was ist mit der kaputt? Also ich glaube jetzt nicht, dass sie die Wildhunde meint. Ich glaube, die ist gerade schreiend vor Plötze weggerannt. Das ist doch Plötze ein ganz liebes Tierchen. Rennt ihr auch weg, oder was? Langsam. Wir setzen mal ab. Wer weint denn hier? Die gerade weggerannt ist. Was haben wir hier? Aufnehmen. Sie weint. Kann man mit ihr reden? Nope. Das geht leider nicht. Ach, wir wollen denn jetzt ja auch nicht das letzte Hemd stehlen, ehrlich. Mit ihr können wir mit der Bolle. Ihr Götter, bald ist Vollmond. Fenster vernageln, Türen nicht mit Eisen beschlagen. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger, wenn ich nur Milch für die Türschwelle hätte. Also sie würde alle Dämonen fernhalten. Okay, sie freut sich nicht auf den Vollmond. Das kann eigentlich nur eines bedeuten.
Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Und zwar Werwölfe. Das ist jetzt das Einzige, warum sollte sie sonst Angst haben vor vom Vollmond. So, helft uns bei der Bestattung. Wir sollten hier vielleicht mal ein paar Warnungen. Hüte deine Zunge, die Bäume haben Ohren. Ein Freund. Interessant, das nehmen wir mal mit. Vermisste Ehefrau, eine Bitte. Er sagt wenigstens Bitte. Gute Leute, da ich nichts anderes hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eichelmehl. Seitdem sind 3 Tage vergangen und sie liegen nur da. Ihre Bäuche dröhnen schrecklich, ihnen ist übel und sie weinen ohne Unterlass. Wer zu helfen weiß, soll bitte zu meiner Hütte kommen. Ich habe nichts zu geben als ein warmes Wort und ein Dankgebet. Wie sie. Jo, mach mal. Kindern helfen wir gerne. Jetzt müsste ich nur wissen, wo das ist. Quest. Einige Quests sind möglicherweise noch zu schwierig. Neben jedem Questnamen findest du eine Stufenempfehlung. Wenn Geralt diese Stufe erreicht hat, ist er bereit für diese Quest. Ach, ernsthaft. Du bist in Stufe 4. Ach, du meine Güte. Da müssen wir noch einige Level erreichen. Auch hier für das empfohlene Stufe 5. Sammle sie alle. Ich muss da immer wieder an Pokémon denken. Quinn, Spiele gegen Wörter. Kostbare Fracht, ja, das ist damals fehlgeschlagen. Also das ist jetzt alles hier nicht aufgetaucht. Haben wir hier drüben was. Hier haben wir auch was. Wir befinden uns gerade hier. Wir machen das jetzt in dieser Folge mal noch fix, einen Schlachtplan. Bevor wir dann diese... Oh Gott, hier haben wir so viel. Bevor wir diese Sachen dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Noch ein Anschlagbrett. Oh ja, mein Boot. Damit sollten wir mal fahren. Das wäre cool. Gut, okay. Ich glaube, ich habe einen Plan. Erstmal interessiert mich hier dieser Ort. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und dann machen wir hier den Ort und dann will ich Boot fahren. Ich will Boot fahren. Ich will der Captain sein. Ich habe zwar leider keinen schönen Kapitänshut, aber was soll's. Ich glaube, es geht auch ohne. So, jedenfalls haben wir es jetzt, du schon wieder. Jetzt hat man 2 Folgen in Vizima, was hauptsächlich story-relevant war, mit wenig Action. Aber ich bin mir sicher, Gesundheit. Aber ich bin mir sicher, diese Action, diese Abenteuer, die jetzt die letzten 2 Folgen ein bisschen zu kurz gekommen sind, werden wir jetzt in den nächsten Folgen dann wieder erleben. Jedenfalls bedanke ich mich an dieser Stelle wieder bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.